Und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider, der Fluch des Lazarus. Wir haben es geschafft. Das Schlimmste ist geschafft. Wir haben die 4 Dreizacke gefunden. Das war jetzt echt anstrengend, die letzten 2 Folgen, muss ich jetzt wirklich sagen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir müssen hier nur noch rauskommen und dann diese Dreizacke einsetzen. Und dann haben wir dieses Level, das Herz des Poseidon, auch schon geschafft. Und es war echt nicht einfach. Also das Level, das hat mir jetzt ein bisschen Nerven gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil Lara nicht immer das gemacht hat, was sie sollte. Und ich auch das Rätsel, also das ging jetzt hier noch, aber das davor, das habe ich echt nicht kapiert. Und durch meine schlechten Englischkenntnisse habe ich halt auch den Walkthrough jetzt nicht so prickelnd verstanden. Und es ist dann halt alles nicht so einfach. Aber wir haben es geschafft. Und machen uns jetzt hier vom Acker, weil es reicht mir jetzt mit dieser Stelle. Und ich glaube, wir holen erst noch mal Luft. Ich weiß nicht. Oh nein. Oh, das Level ist so gemein. Hier kommen wir jetzt gar nicht mehr runter, oder? Das war eine Falle. Doch, wir kommen wieder runter. Ich war nur zu blöd. Okay. Okay. Dann laden wir das halt nochmal und probieren es gerade nochmal. Hier wieder raus aus der ganzen Geschichte. Schnell, schnell, schnell. Ohne groß Leben zu verlieren. Und ohne groß Zeit zu verschwenden, weil so viel Luft haben wir gar nicht. Oh ja, Lara. Muskelkraft, streng dich an, gib die Mühe. Kämpf, kämpf, kämpf. Boah, die Stelle ist schon mies. Das muss ich jetzt schon wirklich sagen. Da hat der Levelbauer echt sich gedacht, okay, dem Spielern machen wir es nicht ganz einfach. Und nachher jetzt kämpf, 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 kämpf. Wir haben nicht unendlich Zeit. Weil ich glaube, wir können keine Luft mehr holen. Oder können wir das? Doch, wir können Luft holen. Okay. Aber dieses Monster hindert uns daran, in Ruhe Luft zu holen. So. Ach, jetzt können wir keine Luft mehr holen. Genau. Und das heißt, wir können jetzt hier unten drunter durch. Oder nee, 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 falsch, falsch, falsch. Oh Gott, ich glaube, das wird jetzt wieder eng von der Zeit. Habe ich gespeichert? Ich speichere hier gerade nochmal ab, aber... oder können wir hier oben raus? Ja, hier können wir raus, wunderbar. Gut, dann ciao. Okay, das haben wir geschafft. Jawohl, das war echt anstrengend und jetzt haben wir unsere 4 Dreizacke endlich in der Tasche und können jetzt somit dieses Level fast verlassen. Wir müssen es noch einsetzen, aber das ist jetzt das geringste Problem. So, jetzt gucke ich gerade mal kringeln. Wir müssen das Level, das Rätsel hatten wir ja schon mal. Es kommt auch noch ein paar Mal vor. Wir können hier rüber. Und müssen jetzt wieder nach der Bodenplattform gucken mit den Wellen. Die befinden sich... Wo? Wo muss ich hin? Da hinten. So. Nein, was? Mist. Oh, das ist ja Wasser. Das ist ja gar nicht schlimm. Ich habe gedacht, wir sterben jetzt, aber das ist ja nur Wasser. Gut, dann tauchen wir halt dahin. Außer wir kommen nicht mal in die Wasseroberfläche. Das wäre natürlich schlecht. Ja, wir werden angezogen, seht ihr es? Wir kommen nicht mehr an die Wasseroberfläche. Nee. Das schaffen wir leider nicht. Außer wir können vielleicht hier nochmal raus. Nee, das auch nicht. Dann hoffe ich nur, dass ich gespeichert habe. Ja, habe ich. Gut. Okay, wo müssen wir hin? Hier rüber. Und dann da hinten hin. Oh, Lara, was machst du denn? Ich habe doch die Gentaste gedrückt. Die Frau ist heute echt anstrengend, Leute. Da braucht man echt Nerven wie aus Stahl. Mit der Frau braucht man echt Nerven, Leute. Glaubt's mir.
Was ist denn das, Lara? Ich drücke hier die Gentaste und die rennt einfach. Hier, ich könnte mich so aufregen heute über die Frau. Gehentaste. Okay, gut. Danke. Hierüber. Und dann darüber. Und das speichern wir jetzt erstmal, weil man weiß ja nie bei der Frau. Gehentaste. Danke, Lara. Sehr gut. Nee, ich glaube, es gibt so Custom-Level, da ist irgendwie so ein Programmierfehler oder so. Wenn man die Gentaste und die Vorwärtstaste drückt und gleichzeitig links- oder rechts-Taste zum Kurven laufen, das klappt dann nicht. Jetzt kann ich gerade gar keine Kurve laufen. Jetzt geht's gerade gar nicht mehr. Nee, weil ich glaube, dann ist ein Fehler drin und Lara rennt dann einfach. Genau. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Programmierfehler, der sich so durch die Custom-Levels schleicht. Hatte ich schon öfter. Muss man halt aufpassen. Und es ist natürlich immer schön leicht, der Lara die Schuld dafür zu geben. Aber die Schuld hat hier, glaube ich, der Programmierer. Okay, ich spring gerade hier so auf gut Glück. Ich weiß jetzt nicht, wo die nächste Bodenplattform ist. Ich sehe sie jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Doch, da hinten. Ja. Und vielleicht können wir auch schon von hier direkt jetzt nach... Nee, das schaffen wir nicht. Oh, wir sind gerade zufällig auf der richtigen gelandet. Und dann hier rüber. Wunderbar. Gut, speichern. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt... Ja, jetzt werden wir erstmal angesaugt hier von irgendeiner Strömung. Auch nicht schlecht. Ja, das geht jetzt ziemlich rasant. Ich glaube, wir hätten jetzt eben in diesem Moment mehr Längenfortschritt als in der gesamten letzten zwei Folgen. Und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir unsere Dreizacker letztendlich einsetzen müssen. Hier bei diesen Poseidon-Statuen. Und das ist auch gar nicht so einfach, aber das werdet ihr dann sehen. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken, wo wir am besten hier rauskommen. Ich weiß es nämlich gerade nicht, wie man hier am besten rauskommt. Aber an irgendeiner Seite konnte man, glaube ich, hochklettern. Und die suche ich jetzt gerade. Hier schon mal nicht. Hier das... Nee, auch nicht. Irgendwo konnte man hier rausklettern. Boah, wie kann man denn hier nochmal raus? Wir sind jetzt hier ewig in diesem Wasser gefangen. Wir kommen hier nicht mehr raus. Auf die Ewigkeit sind wir jetzt hier drin gefangen. Echt schlimm. Aber doch, hier kommen wir raus. Da ist eine Ecke. Die habe ich übersehen. Gut. Ja, dann können wir jetzt von hier aus diese Zacken einsetzen. Da ist nämlich auch schon der erste. Aber das ist nicht alles, meine Lieben. Es passiert nämlich gleich Folgendes. Wenn wir hier diese Zacke einsetzen, dann muss Lara natürlich erstmal so stehen, dass sie dran hochklettern kann. Genau. So. Genau, Lara macht das schön in Ruhe mit Bedacht. Dreht den Zacken einmal richtig rum, dass es auch noch was aussieht. Wunderbar. Und jetzt kommt ein Gegner. So, und den müssen wir jetzt erstmal abschießen. Aber ich glaube, davon müssen wir... Von hier oben. Und er zieht uns sehr viel Leben ab. Ja, okay, das war nix. Wir müssen nämlich von hier aus dann auf diese Hangelstrecke kommen. Nicht Hangelstrecke, sondern auf diese Brücke. Auf diese Hangelbrücke. Ach, nicht Hangelbrücke. Ich bin gerade so durch den Wind hier, weil das ist gerade irgendwie anstrengend. Hier, das ganze Level ist anstrengend. Aber absolut. Boah, das ist ja echt nervig hier.
Alter, wir nehmen jetzt hier unseren Granatwerfer. Das reicht mir nämlich jetzt wirklich hier langsam. Was ist das? Wir wollen es ja nicht übertreiben hier. Gut. Ist das anstrengend. Und das dürfen wir jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal noch machen. Nicht ab 3 Mal noch. Einmal haben wir ja jetzt schon. Genau, und jetzt können wir nämlich von hier aus weiterklettern. Ich glaube, da drüben hin. So. Oh, nee, das ist zu hoch. Nee, doch, Lara macht's. Okay. Dann darüber. Gut. Und runter mit uns. Wunderbar. Und dann können wir darüber und setzen hier jetzt den zweiten Dreizack ein. Und dann kommt gleich wieder so ein Viech. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. So. Ja, klasse. Das ist halt jetzt anstrengend. Diesen ganzen... Man muss halt auch immer hier rüber hangeln. Weil anders kommt man da, glaube ich, gar nicht rüber. Und das Problem ist halt, dass man hier dann ständig abgeballert wird von dem Viech. Und das ist echt anstrengend. So. So. Und jetzt... Granaten. Stirb. Dafür kann man die Granaten ruhig mal verwenden. Ja, jetzt habe ich nicht aufs Leben geachtet. Okay, wir haben aber gespeichert. Das ist sehr gut. Am besten immer im Kreis rennen oder so. Dass der gar nicht erst schießen kann. Genau, immer so Rollen machen. Da passiert nicht viel. Ah nein, jetzt ist das Ding leer. Schwere Ammo, Leuchtspur bringt nichts. Die hebe ich mir aber lieber erstmal auf, die schwere Ammo. Wir nehmen jetzt erstmal die Explosiv-Ammo, die ist genauso gut. So, okay, weg. Gut, da haben wir es eingesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Ne, die zwei haben wir, genau. Oder? Ja, eins, genau. Die zwei fehlen noch. Das heißt, wir speichern und springen jetzt einmal hier rüber. So. Ich glaube, wir finden dann hier die Feldflasche. Ist ja irgendwie naheliegend. Weil wir so... Was haben wir denn eigentlich schon? Ich muss dann mal gucken, weil ich habe ja wirklich jetzt länger nicht gespielt. Doch, ich glaube, den Benzinkanister haben wir schon. Und da suchen wir noch diesen Sandsack. Und suchen noch eine Fackel, glaube ich, mit der wir dann Feuer anzünden können. Und ja, hier, weil Wasser und Neptun, das ist ja dann... Ne, Poseidon ist das hier, nicht Neptun. Ja, das ist ja dann naheliegend, dass wir hier die Feldflasche mit Wasser finden. Und den Benzinkanister, wie gesagt, haben wir, glaube ich, schon. Jetzt kommt wieder so ein nerviges Monster von da oben runter. Genau, den Kanister haben wir schon. So. Wir haben auch schon einen Strahl jetzt erzeugt. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Hangeln jetzt wieder rüber und bezwingen jetzt erstmal wieder unseren Poseidon oder was auch immer das für ein Gegner ist. Auf jeden Fall ist der Gegner nervig. Steht schon mal fest. So. Speichern und schießen. Bam. 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 Und zack. Und zack. Jawohl. Und Medipack. Reicht die Munition noch für einen oder war es das? Ne, 11 Stück reichen auf jeden Fall. Das ist sehr gut, das beruhigt mich. Die haben wir alle schon eingesetzt. Jetzt fehlt uns da hinten der Dreizack noch. So. Perfekt. Und hier rüber. Und da hoch. Und dann setzen wir den vierten und letzten Dreizack ein. Und dann kommt auch hoffentlich der vierte und letzte von diesen anstrengenden Gegnern. In diesem anstrengenden Level. Muss ich jetzt hier wirklich nochmal sagen. Nervenraubendes Level und anstrengend. Kompliziert, nicht einfach. Ja, da braucht man schon Nerven hier. So.
Der letzte Dreizack. Und der letzte Diamant, der letzte Gegner. So, und speichern. Hier hoch. Und darüber. Ach, der ist ja ganz ruhig, der ist ja friedlich hier. Ah, nee, jetzt hätte ich nicht sagen dürfen, ich weiß. So, jetzt, was wir allein jetzt an Medipacks verschwendet haben in den letzten Folgen, ist auch krass. Ich glaube, wir hatten 11 kleine Medipacks gehabt. 11 Stück. Und jetzt haben wir nur noch eins. Und da ist die Feldflasche. Wir haben es geschafft. Und weg hier. Schießen und schießen. Jawohl. So. Und das ist sie. Unsere Feldflasche. Geschafft. Das war jetzt echt nicht einfach. Und die heben wir dann in der nächsten Folge auf. Bis dann, macht's gut. Ciao.